Willkommen, hochverehrte Total Multiplayer Freunde. Heute gibt's ein ganz besonderes Matchup und zwar eine Reihe aus einem Best of Three aus dem neuesten Turnier des Slayer organisiert. Nämlich, ja, komm, ein Bild anzeigen lassen. Slayers Turnier Halbfinale, oben sogar eine Ratte. Wir haben hier Alpaka vs. Soul God, Orks vs. Chaos, Dämonen, Zwerge gegen Chaos-Zwerge und Norska gegen Chaoskrieger und ich habe vorher schon reingeguckt und die Spiele sind richtig, richtig interessant. Deswegen bleibt da, lasst natürlich gerne den Daumen hoch und das Abo da, falls ihr mehr Multiplayer sehen wollt. Und falls du den Hamster-Kanal anders supporten willst, schau gerne beim MMOGA-Link in der Videobeschreibung vorbei. Und falls du Bock drauf hast, gibt es natürlich Space Marine momentan zum Vorbestellen über mein Deck, falls du Bock hast. Gut, und wenn nicht, danke fürs Zusehen, so oder so. Gut, wir schauen hier einmal rein. Wir haben auf der einen Seite Slaanesh mit einem Herold Slaanesh, der in die Schlacht reitet. Mit sehr viel Klauen und auf seinem Ameisen, Bären, Kreaturen, Vieh. Wir haben einmal die Präsenz der Anmut für Nahkampfabwehr und physische Resistenz. Die Portalglyphe für extra Chaos-Furien-Action. Wir haben die Peitsche des Slaanesh für ein bisschen Schaden. Und Randale Pavane des Slaanesh, um gegnerische Lords zu sich zu ziehen. Wir haben einen Sack voller Zerfleischer des Korn mit viel Bonus gegen Infanterie, rüstungsdurchdringenden Schaden, magischen Angriffen, viele Zerfleischer des Korns und wir haben einige blaue und pinke Horror des Ziehens, die dazu sehr, sehr gut in der Lage sind, um große leicht gepanzerte Ziele auszuschalten oder kleine leicht gepanzerte Ziele, wie zum Beispiel insbesondere Moscha, sehr viele blaue Horrors und rosa Horrors des Ziehens hier mitgenommen. Und es gibt sogar Flanken, Manöver, Jägerin des Slaanesh, finde ich persönlich sehr, sehr stark und kosteneffizient, rüstungsdurchdringend, giftige Angriffe, magische Angriffe, verheerende Flankenangriff und hey, schon ewig nicht mehr gesehen, Slaanesh-Bestien. Ich weiß gar nicht, was die so Besonderes tun und was ihre besondere Fähigkeit ist. Sie haben immerhin einlullenden Duft und gegnerische Nahkampfangriff und Abwehrwerte zu reduzieren und das nicht schlecht. Und das ist einmal auf der linken und auf der rechten Seite dabei. Das heißt, eine recht simple Armee, eine starke, mittelstarke Infanterielinie aus Zerfleischern mit einigen Horrors dahinter und etwas Flankenangriff links und rechts und ja, der General zaubert so ein bisschen, weil so richtig heftig und stark ist sie nicht. Auf der anderen Seite haben wir die Grünen heute unter Azag, dem Vernichter. Der ist schon einer der etwas weicheren Lords für einen Ork. 5200 Lebenspunkte, gerade mal 70 Rüstung und nur 36 Nahkampfabwehr. Der will möglichst nicht in den Nahkampf kommen. Immerhin hat er Seelenraub und Antlitz des Schnitters. Antlitz des Schnitters für magische Angriffe. Okay, verstehe ich. Günstig kann man damit gegnerische dämonische Einheiten gut zacken. Wir haben Azags Adamant-Panzer für Nahkampfabwehr und Rüstung. Und wir haben außerdem Nahkampfangriffs- und Führerschaftsbuffs um uns herum. Noch mehr Führerschaftsbuff um uns herum. Das ist das plus 16 Führerschaftsbuff um ihn herum. Das ist nicht schlecht. Er hat eine Leibwache aus zwei Schwarzorg-Garg-Bossen dabei. Und einer davon hat Immunität gegen Psychologie um sich herum, aber keiner hat Beschützer des Königs, falls die überhaupt das mitnehmen können. Um Azag zu schützen, aber naja, zum Schützen sind zwei Riesen da. Relativ günstige, monströse Kreaturen für ihren Damage, das zahlen sie dafür, dass sie so unglaublich langsam sind. Machen wirklich richtig viel Schaden. Und das ohne Buffs, 700 Damage, das ist unvergleichlich. Und ansonsten, was haben wir noch dabei? Wir haben einige Goblins, klein und störend, sogar die Schwertvariante dieses Mal. Wir haben noch mehr Goblins, 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 Gobbo, Wies, Gobbos, Wies, genau, sie sind besser als andere Ork-Moschers im Hintergrund. Bonus gegen Groß, bald kriegen wir wahrscheinlich auch Schild- und Speer-Moschers, wenn Creative Assembly so weitermacht wie bisher mit den Patches, weil solche Einheiten kann man leicht machen. Und immerhin ein Regiment Nachtgoblin-Bogenschützen. Na, relativ simpel, Anti-Groß-Moschers und Infanterie, ein bisschen Fernkampf und Lords. Naja, an Azag den Vernichter kommt niemand so schnell ran mit so viel Leibwache. 1, 2, 3, 4, 5 Single Entities. Und damit ab in die Schlacht. Mal sehen, wer hier siegreich davon kommen wird aus dieser Schlacht heraus. Es ist mir momentan schon ein ziemliches Rätsel, wer von den beiden Seiten hier siegreich rauskommen wird. Beide Armeen fühlen sich ein bisschen ungewöhnlich an für meinen Geschmack. Ich hätte auf jeden Fall eine ganze Reihe von Plänkler noch mitgenommen, um den Gegnern zu behaken. Ich denke, für beide Armeen wäre das gar nicht schlecht gewesen. Aber hey, was weiß ich schon.
Was weiß ich schon, ich spiele ja hier nicht mit, nur ab und zu sonntags im Stream. Schaut gerne rein, wenn ihr Bock habt. Sie sehen schon cool aus, wie die Viecher sich bewegen. Wie bekrüppelte Pferde, man muss es lieben. Und der Siegespunkt, um den es hier geht, neuerdings ist ja die Karte mit dem Eroberungspunkt, die sind nicht mehr verbuggt und es fängt nicht mehr an zu laggen, wenn der Eroberungspunkt erobert wird. Und da ist die erste Salve raus und ein paar Goblins bekommen unangenehm auf die Fresse von Feuer der komischen blauen Horrors, aber es sind die Einheiten, die getroffen werden sollen. Die haben nämlich Schilde, sie haben viel, sie sind billig. Da kann man ruhig mal draufhauen. Und die Goblins sind im Kampf. Werden sie gegen die blauen Horrors-Teams bestehen? Es geht. Aber dadurch, dass es mehr sind, werden sie diesen Kampf gewinnen. Und sie schießen außerdem nochmal weiter durch die Gegend. Weitere Goblins haben auch die Zerfleischer mittlerweile im Kampf gebunden. Seht euch mal das hier an. Hier sind zwar ein paar Goblins auf der Flucht, aber hier sind Goblins im Kampf gegen Zerfleischer. Scheint zu gewinnen, aber das liegt an der Unterstützung der Bogenschützen, die von hier hinten in diesen Nahkampf schießen. Zerfleischer mit wenig Rüstung sind schon sehr, sehr anfällig für die Situation. Wir sehen Seelenraub auf die Heraldin des Slaanesh. Und was kommt? Wir sehen einen Harpien, das ist eine Harpienbeschwörung, die hier gerade aus dem Boden rauskommt. Und da fliegen sie, um vermutlich die Fernkämpfer anzugreifen. Wie sieht es mit den Riesen aus? Die Riesen haben schon ein kleines bisschen Lebensenergie verloren, aber im Großen und Ganzen geht es ihnen noch gut, diesem megamäßigen Damage-Blob auf so viele Hoch-Lebenspunkte und High-Damage-Einheiten wird Slaanesh hier alleine mit ihrer Infanterie nicht begegnen können. Aber im Hintergrund sind die entscheidenden Einheiten, die diesen Kampf gewinnen können, nämlich die Horrors. Und ihr seht, wie die Riesen gerade dahin schmelzen in die Fresse. Meine Güte, hätten sie sich nur was angezogen, einen nassen Lappen oder so, das hätte vielleicht geholfen. Die Riesen sind fast schon tot. Und können die Grünen heute irgendetwas gegen diese desaströsen Horrors machen? Die Antwort lautet nein, sie haben keine Kavallerie, sie haben gar nichts, um durchzukommen. Immerhin ist einmal ein Orr gecastet worden. Wird er sie retten? In der Rückseite sind die Legionen des Slaanesh mittlerweile wieder beschäftigt gewesen, einige Ork-Einheiten aufzuräumen. Und die Grünen heute konnten nichts dagegen tun. Sie hatten ja selbst keine Mobilität dabei. Und das Zentrum, der teure Riese Nummer 1, fällt gleich auseinander. Riese Nummer 1 ist tot. Ah, noch nicht. Wackelt übrigens jedes Mal, wenn er ein bisschen Schaden bekommt. Fangt an zu machen und da ist er tot. Manchmal landet er auf ein paar Einheiten und macht die dann noch im Anschluss kaputt. Immerhin. Was allerdings nicht so schnell kaputt... der zweite Riese wird auch jeden Moment erledigt. Auch dessen Lebensenergie fällt. 7300 Lebenspunkte. Vielleicht kommt die nächste Salve. Munition ist noch genug da. Und boom. 1000 Lebenspunkte abgezogen durch diese Salve von der zwei Regimenter. Sehr, sehr schmerzhaft. Aber er kämpft und tut sein Bestes, um weiter am Leben zu bleiben. Nämlich immerhin geht er zu den Rosa Horrors. Das wäre eigentlich schon vorher mit den Riesen gar keine so schlechte Idee gewesen. Er kommt allerdings nicht weiter. Die Slaanesh-Bestien mit der erhöhten Masse im Vergleich jedenfalls zu normaler Infanterie halten den Riesen auf. Nächste Seelenraub, Azak der Vernichter, castet es immer wieder auf die gegnerische Generalin. Die, wie heißt sie nochmal? Die Heraldin. Der Herold des Slaanesh unten, gut. Blaue Horde des Zinsch haben keine Munition mehr. Und trotz dieser ganzen Salven gibt es hier im Zentrum am Eroberungspunkt immer noch Grünhäute, die lustigerweise nicht diesen Eroberungspunkt in ihre Fänge genommen haben. Sie sind immer noch am Kämpfen, müssen ihn zurückholen. Wo geht der Riese hin? Wo geht er? Er hat einen Freund, der dafür sorgt, dass er keinen Dickschädel hat. Und er greift diesen einen. Oh nein, er flieht. Er flieht, 512 Lebenspunkte, eine Salve und er ist hin und es sieht ehrlich gesagt nicht sonderlich gut aus für die Grünen heute. Alles, was sie haben, ist mehr oder weniger noch ein Haufen an drei epischen Helden, die hier ums Überleben kämpfen. Und die Salven der Horrors haben auch nicht mehr so viele Ziele, aber die, die sie haben, reichen Ork-Moschers auf der Flucht. Brow Horrors Zinsch gehen hier in den Nahkampf. Wo ist die Heraldin des Slaanesh abgeblieben? Wir gehen mal, sie ist hier hinten. Sie hat insgesamt noch 1500 Lebenspunkte, zwei, dreimal Seelenraub und sie ist tot. Regenerieren kann sie sich nicht. Der Eroberungspunkt ist in den Händen der Grünen heute, nachdem er eine Zeit lang auf Seiten von Slaanesh gewesen ist mit 157 Punkten. Gewinnen die Grünen heute nun langsam, aber sicher an Punkten zurück.
Kommen die Zerfleischer hier durch? Ich meine, die Zerfleischer sind auch gute Lordkiller oder gute Heldenkiller. Rüstungsdurchdringender Schaden, Bonus gegen Infanterie. Da kann man schon nicht meckern. Oh, wir sehen den nächsten Seelenraub. Der ist einfach irgendwo durch Lanischbesten gecastet worden. Die Heraldin des Lanisch geht nicht mehr hier irgendwo in die Nähe. Schöner Flankenangriff. Angriff in den Rücken der Orks. Die haben sich kurz umgedreht, um wenigstens noch ein bisschen Schaden im Gegenzug zu machen. Aber das sieht nicht sonderlich gut aus. Die Grünhäute fallen auseinander. Bye, bye, Grünhäute. Und damit sind alle Grünhäute entweder schon gebrochen oder bereits auf der Flucht. Das Kräfteverhältnis sieht Slaanesh momentan als im Vorteil an. Und ein paar Horrors schießen hier in dieses Zentrum, schießen überall durch die Gegend. Macht zu diesem Zeitpunkt kaum noch einen Unterschied. Wen sollen sie treffen? Azag ist zu klein, die Helden... Oh, der Held wurde getroffen. Ups. Der Garg-Boss, oder wie heißt der? Es ist der Garg-Boss, ganz genau. Und da kommt die nächste Salve. Wow, das war sogar gar nicht mal so übel, aber wahrscheinlich trotzdem einige der eigenen Einheiten getroffen. Wir sehen gerade Pavane des Slaanesh. Randale ist aktiviert. Und, naja, okay, erschöpft sind sie auch noch so ein kleines bisschen. Macht allerdings keinen Unterschied. Ein bisschen Artillerie wird hier reingeballert. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr mit dem Fernkampf hier reinschießen. Die Einheiten treffen nur noch sich eher selbst, anstatt irgendwelche anderen. Wo ist die Slaanesh-Heroldin? Die Slaanesh-Heroldin hängt da hinten rum. Man könnte vielleicht einen Overcast-Seelenraub machen. Noch 857 Lebenspunkte sind da. Das heißt, sie hat wahrscheinlich etwas abbekommen. Antlitz des Schnitzers ist gecastet worden für... Ich hätte mir eigentlich die Magie aufgespart für den letzten Seelenraub. Falls die Heraldin des Slaanesh nochmal reinkommt. Die Dämonen kämpfen für immer. Aber werden sie diesen Kampf hier noch für sich entscheiden können? Sie haben immerhin den Siegespunkt zurückerobert. Okay, die Salven hat die blauen Horrors auf jeden Fall erstmal getroffen. Und ehrlich gesagt können wir jetzt einmal beschleunigen. Ich weiß nicht genau, wer das hier gewinnen wird. Und vermutlich werden es die Dämonen sein. Die rosa Horrors des Zinsch wurden jetzt gerade exzellent hier ein bisschen befreit. Damit auf die Helden der Grünhäute aus dem Fernkampf raus geschossen werden kann. Die Dämonen scheinen mehr Capture Strength zu haben mit der Gegenwart der blauen Horrors des Zinsch. Die Salve für die rosa Horrors sind auch nicht übel. Azag bekommt einige Treffer in den Rücken ab und tötet ein paar, wenn man davon töten reden kann. Oh meine Güte, ich wusste gar nicht, dass er einen Bauchplatscher macht als Angriffsanimation. Absolut fantastisch. Er kriegt doch mehr Treffer ab von den rosa Horrors, als ich es erwartet habe. Und da kommen nochmal die Slaanesh-Jägerin. Oh, oh, oh. Verheerender Flankenangriff. Das tut weh, Slaanesh-Bestien von beiden Seiten. Grünhäute unter Bedrängnis. Was war das denn? Unter Bedrängnis. Und wir sind allerdings hier gerade mit überhaupt gar keinem Buff ausgestattet, oder? Doch, Azags Adamant-Panzer. 79 Nahkampfabwehr auf dem Garg-Boss. 140 Rüstung. Ich meine, das ist schon sehr, sehr gut. Guter Buff von Azag, dem Vernichter. Und dadurch nehmen die Schwarzorg-Garg-Bosse gerade einfach auch wirklich mal gar keinen Schaden. Sie werden überhaupt nicht getroffen. 1475 Lebenspunkte und daran ändert sich die ganze Zeit nichts. Niemand dieser komischen Ameisenbären trifft sie. Was macht... Oh, meine Güte! Warum ist die Heraldin des Slaanesh reingekommen? Sie ist reingekommen, um sich den Seelenraub abzuholen. 234 Lebenspunkte, 195 Lebenspunkte und damit wird sie... Und sie ist tot! Seelenraub! Schnappt sich ein weiteres Dämonenleben. Da ist zwar keine Seele dabei, aber sei es drum. Azag, der Vernichter, ist auf der Flucht. Damit reduziert sich auch die Führerschaft der Schwarzorg-Garg-Bosse daneben. Und ich glaube nicht, dass die Grünen heute jetzt, wenn die Führerschaft wankt, das noch gewinnen können, oder? Ich meine, das ist noch ein ganzes rosa Horrors Zinsch-Regiment im Hintergrund. Ja, und die Jägerinnen des Slaanesh werden Azag nun töten. Er wird nicht mehr zurückkommen. Fliegt mal wieder durch die Luft wie ein Stück Pappe, Papier. Mit einer Masse von gerade mal 800. Meine Güte, ist das wenig. Ist das auch kein Wunder. Und ich glaube, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt beschleunigen. Und ich sehe nicht, wie hier noch irgendwas Großartiges passieren soll. Azag Immern ist tot. Und damit geht dieser Sieg der Dämonen des Chaos an Soulgod GG hier auch an Alpaka. Interessante Idee, ist zwar eine Armee, die ich jetzt nicht so gut heißen kann mit so vielen Single Entities, aber interessanter Aufbau. Wir haben jetzt gerade auch gesehen, wie stark so Nachtgoblin-Bogenschützen sein können.
MVP hier auf der Seite von Soulgod ganz klar die ganzen Horrors des Siege, weil die zwei Riesen ausgeschaltet haben und außerdem noch auf den Lost die ganze Zeit rumgehackt haben. Zerfleischer waren eine interessante Wahl, haben aber sogar zum Teil ihre Geld reingehauen. Und meine Grün heute ganz ohne Kavallerie und ohne Plänkler, schon schwierig. Aber cool, sehr cool, weil Dämonen des Chaos werden jetzt auch nicht als unbedingt eine der stärksten Fraktionen angesehen. Gut, Grün heute auch nicht, daher passt das schon. GG, erste Runde 1-0 für Soulgod. Danke fürs Zusehen, danke an Slayer fürs Einsenden, danke an Alpaca und Soulgod fürs Spielen und bis zum nächsten Mal.